Der Sieger der Europa League, Atletico Madrid. Das 3:0 gegen Olympique Marseille, verdient und souverän. Für Trainer Diego Simeone nach 2012 schon der zweite Titelgewinn mit den Spaniern in diesem Wettbewerb. Ich möchte noch einmal betonen, dass dieser Sieg viel mehr bedeutet als den Gewinn der Europa League. Es geht um richtig harte Arbeit und die trägt am Ende Früchte. Unsere Worte haben etwas bewirkt, sie wurden Realität. Und ich denke, dass uns genau diese Disziplin, diese harte Arbeit am Ende zu diesem Sieg geführt haben. Für mich spiegelt das Ergebnis nicht so recht die Leistung wider, aber das bessere Team hat gewonnen. Das Team, das mehr Erfahrung hat. Atletico ist eine großartige Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Sie kennen diese Art von Spielen, sie sind regelmäßig in der Champions League vertreten und sie sind Zweiter in der Liga. Wir sollten uns nach dieser Niederlage nicht schämen. Es ist nur schade, dass wir unser Spiel nicht so richtig durchbringen konnten. Mann des Abends, Doppeltorschütze Antoine Griezmann. Sein möglicher Abschied aus Madrid, auch kurz nach dem Finale, Thema. Ich denke nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um über meine Zukunft zu sprechen. Ich möchte nur über die Gegenwart sprechen. Ich bin überglücklich, dass wir diesen Titel gewonnen haben und ich möchte ihn mit den Fans genießen. Es war ein Traum von mir, mit Atletico einen Pokal zu gewinnen, mit meinen Teamkollegen und mit Diego Simeone. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir hatten die Chance in der Champions League und es hat nicht geklappt. Ich habe mir selbst gesagt, dass ich jetzt in diesem Wettbewerb an der Reihe bin. Und so war es. Vieles deutet auf einen Abschied hin. Der FC Barcelona ist der Favorit auf die Verpflichtung des Stürmerstars. Die Zukunft aber noch nicht geklärt. Für Atletico Madrid beginnen ohnehin jetzt erst einmal die Feierlichkeiten in der Heimat. Der insgesamt dritte Europa-League-Titel der Vereinsgeschichte.